Hallo, willkommen zum Video von Mathematik macht Freude Freude zum Thema Lösungsfälle und deren geometrische Interpretation. Prinzipiell kann man ein Gleichungssystem in drei mögliche Lösungsfälle einteilen. Der erste Fall ist, dass es genau eine Lösung gibt. Ich habe hierfür zwei Gleichungen ausgewählt, welche beide schon in der Form y ist k mal x plus d darstellen. Wenn man diesen beiden nun zeichnet, also deren Graphen zeichnet, ergibt sich folgendes Bild. Einmal die rote und einmal die grüne Linie und man sieht, die beiden treffen sich. Nun kann man diese Lösung folgendermaßen interpretieren. Erstens als Schnittpunkt an der Stelle 2 minus 3, also generell ein Schnittpunkt, als könnte diese Lösung darstellen. Oder man gibt es als Zahlenpaar an. Hier konkret nochmal der Schnittpunkt 2 minus 3 bzw. das Zahlenpaar 2 minus 3. Kommen wir zum zweiten Fall, dass es keine Lösung gibt. Auch hierfür habe ich wieder zwei Gleichungen in der Form y ist k mal x plus d angeschrieben. Man sieht, dass beide das gleiche k haben, nämlich 2. Wenn man dieses zeichnet, ergibt das zwei parallele Geraden, welche keinen Schnittpunkt haben. Man kann auch sagen, das Ganze besitzt keine Zahlenpaar, welches beides erfüllt, oder man sagt, die Lösungsmenge ist leer. Kommen wir nun noch zum dritten Fall, dass es unendlich viele Lösungen gibt. Auch hier wieder zwei Gleichungen, wobei ich bewusst die zweite diesmal in einer anderen Form geschrieben habe. Damit das nicht sofort ins Auge fällt, formt man jedoch um, erhält man auch 2x plus 1 und sieht, dass diese beiden Gleichungen identisch sind. Grafisch dargestellt sieht das dann folgendermaßen aus. Man sieht, dass die grüne und die rote Linie de facto übereinander liegen. Man sagt auch, die beiden fallen zusammen oder sie sind eben identisch. Somit gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Zum Beispiel der Punkt 0, 1 erfüllt das Ganze. Und insgesamt kann man sagen, es gibt unendlich viele Zahlenpaare bzw. Punkte, die das Ganze erfüllen. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinen Darstellungen helfen und wünsche euch noch viel Vergnügen mit den restlichen Videos.